Hallo, herzlich willkommen, Andreas Triebacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Trainingsgürtel. Und zwar folgendes. Ich sehe immer wieder einige Trainierende, die haben den Trainingsgürtel, den sogenannten Gewichthebergürtel, bei jeder Übung an. Sei es Bizeps, Trizeps, Bankdrücken, Streckbankdrücken, was auch immer. Der gute Gewichthebergürtel, der weicht nicht von der Seite. Meistens sind es auch noch die, die keine Kniebeuge ausführen, kein Kreuzheben, kein vorgebeugtes Rudern, die haben einen Gürtel an. Ein Gürtel, ein Gewichthebergürtel. Wie der Name schon sagt, Gewichthebergürtel. Gewichtheber, habt ihr alle schon mal gesehen, die heben sehr schwere Gewichte. Und die machen natürlich hier mit maximalen Lasten ein, zwei Wiederholungen. Und da macht schon Sinn, so einen Gewichthebergürtel anzuziehen. Wenn ihr grundsätzlich bei allen Übungen ein Gewichthebergürtel anzieht, dann wird ihr dafür sorgen, dass das Rumpfkorsett irgendwann mal instabil wird. Aus dem einfachen Grund, ihr nehmt dem Rumpfkorsett die Arbeit, ihr lasst den Gürtel arbeiten, somit baut ihr hier einen Schwachpunkt auf, somit könnt ihr hier einen Dysbalancen aufbauen. Genau aus diesen Gründen ein guter, gemeinter Vorschlag. Wenn ihr euer Jahr in sogenannte Makrozyklen aufgeteilt habt, das heißt, es fließen immer wieder autoregulativ Maximalkrafttrainingseinheiten ein, wo ihr mit 2, 3, 4 Wiederholungen trainiert, dann macht es Sinn, eben hier bei Kreuzheben, vorgebeugten Rudern, wie auch bei der Kniebeuge, diesen Gürtel anzuziehen, unterstützen, natürlich nur unter Voraussetzung, wenn ihr die Trainingstechnik beherrscht, ohne Umkehrschwung zu arbeiten, hier Zielmuskelfokus habt, die Reizzeiten einhaltet, dann macht es Sinn. Oder natürlich genauso in der Hypertrophie-Trainingseinheit, dann, wenn man einen Satz macht im Pyramidensystem mit niedriger Wiederholungszahl, zum Beispiel 6 Wiederholungen und dann mit einem großen Gewicht. Dann bei den Grundübungen, vorgebeugtes Rudern, Kniebeuge, Kreuzheben, macht es Sinn anziehen, aber nicht beim Bankdrücken, nicht beim Schrägbankdrücken und nicht bei Trizepsdrücken, Langhantelkurls, was auch immer. Das war's schon, Andreas Triebacher. Deine Fitness, dein Trainingsgürtel, zieh ihn dann an, wann es Sinn macht. Bis dahin.